Und der Tawakkul, das Vertrauen, das wird immer übersetzt als das Vertrauen auf Allah Ta'ala. Was heißt das? Ein Mann sagte bei der Definition, ich will sehen, was ihr zu dieser Definition sagt. Er sagte, Tawakkul huwa thiqatu bil madmun wa istibdalu al harakati bis sukun. Thiqatu bil madmun, das heißt volles, also sich gänzlich zu verlassen auf das Versprochene und Verhießene von Allah Ta'ala. Und Bewegung durch Bewegungslosigkeit auszutauschen. Dieses Verständnis aber impliziert nicht, dass man nichts mehr, dass man die Asbab unterlassen soll. Das ist ein bisschen, das ist, solche Definitionen sieht man meistens bei den, yani bei den Leuten, die so ein bisschen Richtung Tasawwuf gehen. Yani ich meine mit Tasawwuf, ich meine ein bisschen überzogene Form. Der Tawakkul bedeutet auf keinen Fall, dass man nicht mehr Gebrauch macht von den Asbab, von den Ursachen, die zu ihren oder von den Wirkungen, naja, von den Ursachen, die zu diversen Wirkungen führen. Und deswegen Allah Ta'ala sagt zum Propheten, wir sehen hier, er befiehlt ihm an, von den Asbab Gebrauch zu machen. Er sagt, wa idha kunta fihim, fa aqamta lahum as-salat. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Das geht hier, es ging hier um das Salat al-Khawf, das Gebet bei Angst, also das heißt das Gebet, das man ausführt, wenn man in Kriegssituationen ist. Er sagt, und wenn du bei ihnen bist und das Gebet für sie führst, dann soll eine Gruppe von ihnen sich mit dir hinstellen und ihre Rüstung nehmen. Die Rüstung nehmen, und das heißt, ein Teil betet, und die anderen stehen mit der Rüstung hinten dran. Und dann wechseln die sich ab. Die beten eine Raka'a, und wenn sie aufstehen, rücken sie zurück, und die anderen, die hinten waren, rücken vor. Und beten die nächste Raka'a mit dem Propheten zu lassen. Es gibt verschiedene Formen des Salat al-Khawf, ist nicht so wichtig jetzt. Der interessante Punkt ist aber, Allah Ta'ala befiehlt ihnen hier, ihre Rüstung zu nehmen. Tamam? Das ist eine Form der Asbab. Eine Form der Asbab, sich zu schützen. Er hat nicht gesagt, das Vertrauen auf Allah Ta'ala bedeutet nicht, dass man von den Asbab keinen Gebrauch macht und dass man sie entsprechende Mittel oder Wege nicht nutzt, die zum Schutz führen, zum Wohlstand führen oder was auch immer. Und daher sämtliche Andeutungen in der Definition des Tawakkul, die irgendwie darauf hingehen, dass man sich den Asbab entledigen soll, das ist nicht akzeptabel. Nein, man soll sich den Asbab entledigen im Sinne des Geistlichen, also dass man geistlich nicht an sie hängt. Und dass man überzeugt darüber ist, dass der Qadar Allah Ta'alas so wie bestimmt eintreten wird. Und dass man sich mit dem Herzen an Allah Ta'ala bindet und vertraut, aber nicht mit dem Körper. Mit dem Körper geht man den Asbab nach, weil es die Sunna Allah Ta'alas in seiner, also die Art und Weise ist, wie Allah Ta'ala diese Welt geschaffen hat, aber nicht, weil man sich gänzlich auf sie verlässt und alles von ihnen abhängig macht. Kann manchmal vorkommen, dass zwei Personen, die gleiche Krankheit haben, fast die gleiche Krankheit. Und bei dem einen wirkt ein Medikament und er wird wieder gesund und der andere stirbt davon. Ja.